Magieresistent. Ist vor allem damit höher. Ihr Schild hätte ich dann aber. Tschö! Tschö! Nix da! So, was macht Chicken jetzt noch die restlichen Minuten? Keine Ahnung, erstmal überlegen. Wann habe ich mit der Aufnahme angefangen? Wie lange war meine Dings-Nachdenkpause? Wo ich das böse Ding rausgefischt habe. Hat jetzt 5 Minuten gedauert. Willkommen. Was kann ich für euch tun? Ich nehme einfach bis 50 auf, so. Was du für mich tun kannst? Du kannst mir Essen holen. Ich hab Hunger. Hol dir dein Essen doch selber, Chicken. Sei nicht so faul. Wieso? Nur weil ich wieder mit Levitation irgendwo überall hinfliege? Ich muss mir noch überlegen, was ich für die nächsten Aufnahmesession machen will. Ich habe noch gar nichts vorbereitet für die nächste. Ja, jetzt kommt direkt mein Vogel angewatschelt. Was willst du mir damit sagen, hä? Soll ich irgendeine Quest machen, wo es fliegendes Getier gibt, oder wie? Nein, nicht die Shirobora-Quest, vergiss es. Mit ganz vielen Klippenläufern. Cliff Racer, fly in the sky, so high. Flying mit oder so. Vergnügen, bitte, sprecht nur. Ja, mit Vergnügen. Ich bin ganz Ohr. Sekunde mal, fliegen, Levitation. Ich könnte dann die Magiergilde weitermachen. Was meinst du, Tribonius? Ich grüße euch. Guck mir nicht unter den Rock. Ich muss immer noch einige Sklaven befreien. Ich habe hier noch nicht die 30, oder? Ich hätte mitzählen sollen. Aha. Ah, Chicken, Hilfe. Und du lässt mich da mal wieder nicht durch, ne? Könntest Nun, du die Güte haben? Angenehmer Gesellschaft zu sein. Teilt eure Gedanken mit mir. Massa. Li. Nia. Merian. Welches Level hast du? Sag es mir. Level 12. Bis wie viel geht mein Dings-Amulett? 10! Hättest du nicht ein paar Level niedriger sein können? Ich mir doch nur hier durch. Ich muss sagen, ich finde euch echt interessant. Sprecht weiter. Geh weg! Lass mich durch! Ich will doch nur da durch. Jetzt kann ich dadurch nicht mehr springen, weil ich zu schwer belastet bin. Ich werde gemobbt. Ist das zu fassen? Ja, es ist zu fassen. Ja, ich weiß, blablabla. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Bitte sprecht. Gibt es irgendeinen Skill, den ich noch hochmachen kann? Veränderung. Eine Herstellung ist näher. Schleichen. Mit der Herstellung kann ich einfach gleich mal skillen. Da habe ich Level Up. Mau, mau, mau. Oder ich mache ganz viele Veränderungszauber. La, 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 la. Hallo, Schlägschreiter. Hallo. Oh, wunderbar. Und der Hündchen, das Hündchen, die Hündchen sind immer noch da oben. Ganz oben, ganz oben. Und ich sehe mich schon wieder runterfallen. Nein, ich entwickle keine Paranoia, dass meine Levitation immer ausgeht, wenn ich sie am nötigsten brauche.
Besonders wenn ich dann über Wasser fliege. Aber hier in diesem Abschnitt gibt es ja keine Drücks. Wie habe ich eigentlich meine Paranoia durch die Drücks entwickelt? Das weiß ich gar nicht mehr. Durch die Netzbullen habe ich ja schon erzählt. Aber ich weiß nicht mal, an welchem Ort das war. An irgendeiner Küste war das. Ich glaube hier so an irgendeiner Küste. Ich weiß es nicht. Ist ja nicht so, als würde es so viele Küsten geben, nicht wahr, Rappi? Meine Levitation ist weg. Stimmt's? Ja. Shit happens. Shit happens. Ach je. Oh, Marco klopft. Ja, dann klopf du mal. Dann klopf du mal. Ich mache hier Dauerspam mit Levitation. Vielleicht können wir dann noch Level up. Ich muss bald mal wieder meine Booty aufräumen. Vor allem, wo werfe ich die ganzen Sachen dann hin? Ich weiß es nicht. Der Bogen. Ach, was freue ich mich. Was freue ich mich nicht. Komm. Das bisschen können wir noch rausholen. Ich will nicht mein Level up haben! Das hätte auch vor dem Schlafen kommen können. Aber auch egal. Gebt mir das Level up so. Das und... Intelligenz oder Konstitution? Oh, Mana. Ach komm, Mana. So. Ja. Ja. Meine Schnelligkeit wurde übrigens beeinträchtigt durch irgendwas. Das gefällt mir ja mal gar nicht. 7 Meilenstiefel. Vergreift doch euch noch nicht immer an meinen Werten. Böse. Schnelligkeit. Wurde noch irgendwas gesenkt? Intelligenz, ja. Vielen Dank deswegen, Shirogorat. Intelligenz. So. Stärke ist 120 immer noch. Geschicklichkeit. Meine Geschicklichkeit wurde auch gesenkt. Böse. Böse. Geschicklichkeit. Und die Herstellung hat sich verbessert. Ich hätte zuerst das vielleicht machen sollen. Egal. Anti-7-Meilen-Stiefel-Effekt. So. 7-Meilen-Stiefel wieder anziehen. Die besten Schuhe überhaupt. Wer was anderes behauptet, ist dumm. Oder liebt es, von Klippenläufern überholt zu werden. Oder eine alarme Ente zu sein. Habe ich jetzt alles wieder angezogen? Ring des Dings Mentor anziehen. Kannst du das hier auch wieder anziehen? Ich muss dann noch die ganzen Sachen aussortieren. Hilfe! Ring des Rotators. Wie mickrig. Tschüss. Chicken braucht dich nicht. Ah.
Infravision, Ausdauer wiederherstellen. Magie festigen. Ach, ich mach das offscreen. Ja, Chicken, von wegen, ne? Hat man ja gesehen, was du letzte Mal offscreen gemacht hast. Für diese Aufnahmesession hier. Hat man ja gesehen. Ich könnte dann ja auch dann im LP die Artefakte benutzen von Akre... Blabla. Kave... Kagrenak! Mann! Wieso sind die Namen so doof? Marco, hilf mir! Sag es mir! Du hast übrigens nicht aufgegessen. Ja, hast du nicht. Du böser kleines Grip. Du musst doch groß und stark werden. Ganz groß und stark. Ein Riesenskript. Wie würde das wohl aussehen? Keine Ahnung. Dazu müsste man die Skripts in Skyrim rein importieren. Dann könnte man das arrangieren. Das hat sich jetzt gereimt. Verdammt. Egal, Chicken, speichern. Und dann beende diese merkwürdige Aufnahmesession, die böse war. Schon allein, weil der Kerl, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Hier. Ne? Meinte zu mir gemein zu sein. Sagen, nein, Chicken, wir wollen dir nicht wieder vertrauen. Wenn du unser Vertrauen willst, dann musst du cheaten. Um diesen verdammten Tempel. Was ist euer Problem? Der Fluch des Tempels, er ist grausam. Ja, bla bla bla. Der Fluch des Fleisches ist nichts dagegen. Das sage ich euch. Das sage ich euch. Tu es einfach. Ja, wenn der Tempel zu dir gemeint ist, sei gemeint zu ihm, worauf dann das Spiel gemeint zu dir ist, Chicken. Die ganze Aufnahme-Session, ein einziges Chaos. Der Tempel ist böse, das Spiel ist böse, alles ist böse geworden. Böse. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session wieder bei der kleinen Nacht. Chicken ist traurig. Nichts will funktionieren, wie es funktionieren soll. Alles zur Schuld des Tempels. Der Tempel stinkt. Ciao.